Willkommen zurück. Ich hasse dich mein Leben lang. Okay, du bist dran. Willkommen zurück zu der größten Heiratssuche aller Zeiten, die es auf jeden Fall bei John gegeben hat. Bei Gina Lisa läuten die Hochzeitsglocken. Und wir reacten heute zu Folge 3. Und wir können euch auf jeden Fall wieder versprechen, wir haben exklusive News dort zu, was noch hinter den Kulissen passiert ist. Exklusiven Gossip. Ist es so? Jetzt kommst du, wollte ich sagen. Ist das so? Naja gut, also ich möchte ja nicht vorweggreifen, denn Sam hat ja anscheinend mehr Informationen wie ich und deswegen sind wir ganz gespannt, was wir jetzt gleich sehen. Köln, der Morgen nach der missglückten Überraschungsparty. Ja, hallo. Leute, was? Ja, gute Frage. Praktizierte Freundschaft plus? Zu viel Alkohol? Oder im Dunkeln einfach Flocke mit Diogo verwechselt? Was ist das? Das finde ich jetzt wieder ein bisschen gruselig. Ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, es ist irgendwie so, als ob sich nachdem sie mit der großen Liebe oder beide mit der großen Liebe Schluss gemacht haben, dann nimmt man sich auf einmal die zweite Wahl bei Gina Lisa. Aber was ist das jetzt? Und ich glaube, Flocke wollte schon immer Gina Lisa. Aber das Elsa ist weg. Diogo ist weg und auf einmal ist Gina Lisa und Flocke da? Es fehlt nur noch, dass Elsa sich da im Schrank in diesem Hotelzimmer versteckt hat. Das Hotelzimmer sieht ja auch aus wie ein Hostel, das sieht ja noch viel schlimmer. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Sam, was ist das? Ich weiß nicht, aber ich glaube, das turnt Diogo jetzt nochmal richtig ab. Also er denkt jetzt, okay, alles richtig gemacht, aber es scheint ja dort jetzt zu knistern. Also ich glaube wirklich, Diogo ist bestätigt, sie nicht genommen zu haben. Elsa fühlt sich jetzt als Nummer 2, oder? Elsa ist... Also die haben sich doch jetzt alle gerade ins Ausgeschossen und jetzt ist aber die Flocke und Gina Lisa ein Paar. Aber die Frage ist, wollte Flocke schon immer Gina Lisa, das meine ich ja schon beim letzten Mal, und hat dann nur deswegen was mit Elsa angefangen, um bei Gina Lisa zu landen, und ist jetzt für Gina Lisa Flocke wirklich ein potenzieller neuer Partner oder macht sie das jetzt nur, um Diogo eins auszuwischen? Das ist natürlich die Frage. Es könnte natürlich wirklich auch sein, dass jetzt Gina Flocke nimmt, nur wegen Diogo, um Diogo eifersüchtig zu machen. Das könnte man auf den ersten Blick denken, aber lass mal weiter. Und am Ende des Tages ist die Elsa dann die Brautjungfer. Ach du Scheiße. Wie bist du denn hier aufs Zimmer gekommen? Ja, Gina, warum bist du eigentlich mal ins Hotelzimmer gekommen? Weil du mich angerufen hast? Also in meiner Erinnerung war das anders. Du hast mich verführt. Ich wollte einfach nur schlafen gehen. Oh nein. Und dann kam halt irgendwann der Anruf, Flocke, oh bitte komm vorbei. Flocke hat sich gefreut und ist sofort auf sein Fahrrad gesprungen oder auf seinen Roller hier in Köln und ist ins Hotel gedüst. Die waren im gleichen Hotel, Darling. Oh Gott, meins? Ach so, wahrscheinlich hat Elsa noch bei ihm geschlafen. Er hat Elsa mit den Koffern vor die Tür geschmissen, wie diese Renick bei Promis unter Palmen. Und dann ist er zu Gina Lisa in dieses Zimmer gesprungen. Ich weiß nicht, was der Koffer ist von dieser Frau. Die Flachen fliegen auf die Straße. Und Gina Lisa hat ihn nur aufgefangen, mit ihr das Bett schon hochgeschmissen. Und dann haben wir jetzt wahrscheinlich alle noch diese Szenen. So kann man sich vorstellen, wie im Forsthaus Rappensau. Also irgendwas stimmt bei der ganzen Geschichte nicht, oder? Was stimmt denn da nicht? Ich weiß nicht. Da ist doch was komisch, oder? Nein, hier geht es um echte Liebe, um wahre Liebe. Ach du Scheiße. Und die suchen wir jetzt weiter. Was machen wir denn jetzt mit dem angefangenen Stück Kuchen? Zu Ende essen. Und jetzt? Lernen wir uns kennen. Jetzt lernen wir uns halt kennen. Genau. Oh. Ja. Fühlst du da jetzt was dazwischen? Also irgendwie, ich kann das ja nur bewerten, was ich gerade sehe. Also ich sehe keine nicht, Liebe. Nee, ich fühle jetzt nicht so dieses Verliebtsein, was jetzt noch im Forsthaus zwischen Gina Lisa und Diogo genau, war. Also ich finde halt auch, Gina und Diogo, das war halt Liebe. Ja, das war also ich hab es so ich gespürt. Will nicht sagen Liebe, aber die waren sowieso kleine 15-Jährige verknallt miteinander. Und die waren happy miteinander, aber das ist jetzt für das mich ist so, wir haben jetzt eine Nacht miteinander verbracht und wir wissen noch nicht, was jetzt daraus wird und wir wissen gar nicht, oder ist es irgendwie denen noch unangenehm oder auch nicht? Also irgendwie verstehe ich dieses Prozedere noch nicht. Und ich verstehe auf einmal so... Also mein Traum ist gerade irgendwie zerplatzt. Ja, und Flocke ist für mein mich... Mein Traum ist zerplatzt. Ich habe eigentlich Gina, Lisa und Diogo so am Altar gesehen. Aber die ich habe hab die halt nein, als Bad Boy und als Bad Girl habe ich die so schön am Altar gesehen.
ganz romantisch. So, aber Diogo haben im tollen weißen Kleid habe ich Gina schon gesehen. Ja, aber Diogo haben wir im Tattoo-Studio an Christina Dimitriou verloren. Ich wollte gerade schon jemand anderes sagen. Ich wollte gerade sagen, du hattest doch einen anderen Namen gerade auf dem Schirm. Aber ich finde so Flocke ist süß, ich mag auch Flocke, aber bei Flocke erinnert mich irgendwie so, als ob man einfach bei Diogo die Luft rausgelassen hat. Ich wollte Diogo jetzt einfach mal besuchen gehen und nochmal mit ihm reden, wie, wieso, weshalb, warum, wie das alles so gekommen ist, ja? Und nach seinem Geburtstag, ich habe ihn nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört und ich will einfach mal jetzt wissen, was los ist. Dass sie überhaupt noch mit ihm sprechen will, das zeigt aber irgendwie, die Gefühle sind noch natürlich nicht über Nacht erloschen, aber den würde ich links liegen aber lassen. Aber weißt du, was mir jetzt gerade auffällt? Guck mal, wie süß Gina Lisa aussieht, ich wollte gerade sagen, das Outfit, wenn sie normal angezogen ist. Das schönste Outfit. Sie ist Outfit. So hübsch, sie ist so hübsch, wenn sie normal angezogen ist. Weil jetzt mal ganz ehrlich, dieses schwarze Lack und Leder, ich finde, es hat gar nicht gepasst. Was? Guck mal, da sieht man doch ihren wahren Charakter. Aber sie sieht super süß aus, sie sieht sexy aus, aber sie sieht auch verlockend aus, finde ich. Also ich meine, ich wollte gerade sagen, was heißt schon normal? Ich bin ja auch nicht normal angezogen. Aber ich auch nicht. Das ist ja was, wo man wirklich sagt, so wow. So, das ist so, man muss nicht immer alles gleich zeigen, ne? Man kann auch schön damit spielen. Und jetzt sieht sie wirklich aus wie jemand, der gerade von New York eingeflogen ist. Mir kommt es halt immer so vor, dass nach Forsthaus du irgendwie ein bisschen anders geworden bist. So, du bist nicht mehr der Diogo so. Vom Forsthaus so irgendwie, ich denke halt, du wirst voll gelabert und hast so viel Stress und Ablenkung und du bist dann da beim Arbeiten und da und da und dann die Leute und jeder redet auf dich ein und jeder will was von dir, jeder zieht an dir. Das Ganze lag daran, dass wir uns getroffen haben, auch nach dem Forsthaus. Und man auch so gemerkt hat, dass wir doch eine andere Lebensstile führen. So. Immer noch eben Gefühle für ihn. Sie will ihn sie liebt ihn. Sie will ihn nicht loslassen. Sam, und natürlich, Sam. Man will immer das haben, was man nicht haben kann. Genau. Und ich finde wirklich, man sieht genau, Gina liebt. Ja, ich glaube also sie auch. Ist, was heißt liebt? Liebt ist vielleicht verkehrt gesagt, aber Gina ist verliebt in Diogo. Und ich glaube, oder wie siehst du es? Ja, was ich sagen wollte, von der Optik ist Diogo ihr Traumtyp und vielleicht vom Charakter ist Flocke ihr Traumtyp. Und man braucht jetzt eigentlich so einen Mann, der zwischendrin ist. Also guck mal, also das Beste mal, ich kenne Gina so viele Jahre und Diogo ist definitiv wirklich der potenzielle genau Mann für genau der Mann für sie. Und für ihre also das weiß ich. Also da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass Gina Lisa, wenn sie einen Mann sich hätte backen wollen, definitiv Diogo genommen hätte. Er ist muskulös, er ist männlich, extrem männlich und er ist tätowiert. Und man sieht es hier auch nochmal. Es ist einfach ihr Traummann eigentlich. Aber trotzdem, was sagt uns das? Wenn ein Mann dich nicht liebt, dann musst du ihn gehen lassen und es hilft nichts, sich an ihn ranzuschmeißen, wenn jemand nicht will, dann will er nicht. Und Reisende, wie sagt ich, es gibt einen Spruch. Reisende soll man nicht aufhalten. Bin ich komplett bei dir, Schatz. Ja. Ja. Ich gehe nach Berlin und besuche Flocke. So wird Diogo auf jeden Fall schon mal nicht auf Gina Lisa zugelaufen. Ne? Das ist so irgendwie so, da merkt man schon direkt gleich den Unterschied. Also Flocke ist natürlich ganz, ganz weich. Ne? Der ist ganz anders verspielt. Da. Ja, der ist so, der ist halt wirklich so, ja, der kleine Playboy. Ja, irgendwo, da höre ich ne? immer so die Durchsage, der kleine Flocke möchte bitte aus dem Bällebad abgeholt werden. Und Findest du? Gina Lisa eilt dahin. Wir sind schon wieder, Schatz, wir sind schon wieder, wir sind wieder wir. Genau deswegen liebe ich dich, ne? Ich dich auch. Aber guck mal, genau deswegen. Ich liebe dich. Das geht also, ja wohl ein bisschen schnell. Ja, das ist halt wirklich, ich liebe dich zu sagen, nach zweimal Treffen. Und einmal im Bett gewesen, also es geht ja schon ein bisschen schnell. Ne? Ja, aber auch von Gina Lisa, also da merkt man auch den großen Unterschied. Ich glaube, Diogo hat noch nie gesagt, ich liebe dich in ihrer kurzen Love-Story-Zeit. Und ich muss auch sagen, das wird mich auch ein bisschen abtören, wenn so ein Typ, also wenn man sich nach den ersten paar Tagen schon sagt, ich liebe dich, also das gibt ja gar keine Steigerung mehr, dann ist ja alles gesagt. Und ich liebe dich ist ja eigentlich was Besonderes, ne? Was man für so besondere. Also ich finde auch schwierig, nach so kurzer Zeit zu sagen, ich liebe dich. Also bei meinem Mann und mir hat es auch sehr lange gedauert. Und ich finde das krass, oder?
Nein, das muss was Besonderes bleiben. Und ich finde, das sagt man, das sollte man sich nicht 10-mal am Tag sagen, weil es ist ja nichts Besonderes mehr. Und so, das kann ich jetzt auch nicht so ganz ernst nehmen. Nee, man kann sich doch nicht lieben. Bin ich ehrlich. Also das ist ja, aber verknallt lieben. Und ich liebe dich sind zwei Geschichten, oder? Ja. So, das peinlich mit einem Ford Focus? Oder wäre es für meine Verhältnisse, würde ich sagen, ich muss auf krass machen. Du bist ja schon so krass genug, ist doch scheißegal. Naja, ob das jetzt ein Ford Focus ist oder ob das eine Mercedes S-Klasse ist, ist ja wurscht in dem Sinne. Also meinst du wirklich, das ist Gina Lisa egal? Na, ich glaube, die Gina hätte natürlich lieber die S-Klasse, die hätte schon die S-Klasse gehabt oder ein Porsche, genau. Gehe ich schon von aus, also ich glaube, dass sie sich natürlich ein anderes Date gewünscht hätte und gedacht hätte, sie wird da jetzt natürlich mit der Luxuskarre. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also Auto ist mir eigentlich egal, aber solange ein Typ da nicht im Smart ankommt, also im Smart ist wirklich bei mir alles vorbei. Also das ist wirklich absurd. Findest du? Aber nee. Ich finde den Smart jetzt gar nicht so schlecht. Wirklich nicht. Smart finde ich schon unsexy. Echt? Ja. Okay. Man merkt aber jetzt schon, wer dort in der Beziehung da die Schuhe anhat. Das ist ja ganz klar Gina Lisa. Und ich weiß gar nicht, der Flocke, der muss sich erstmal beweisen. Das war ja vorher ganz anders. Ne? Man merkt auch das Zusammensein. Also man merkt jetzt hier bei der Geschichte definitiv, dass Gina der Boss ist. Aber Gina mag auch die Rolle eigentlich. Also ich kenne Gina lange genug, um zu sagen, Gina mag die Bossrolle auch. Vater hatte Flockes Papa angerufen und ich weiß, dass sie gar keinen Kontakt so haben. Vater? Hey, Sean. Hi. Hallo. Papa, jetzt mal ernsthaft, Papa, wie lange? Ja. Wie oft habe ich dich in meinem Leben Papa genannt? Never. Noch nie. Ach, traurig. Noch nie. Ich habe mit meinem Vater gar keinen Kontakt. Der war bis zu meinem 6. Lebensjahr in meinem Leben. Und dann ist er in die Staaten wieder zurück. Und da war halt einfach gar nichts da, als er wieder nach Deutschland kam. Komm. Aber das ist schon süß. Das muss man jetzt ehrlich sagen. Also ich finde das ganz, ganz süß, dass der Papa jetzt anruft und ja. Aber da sieht man natürlich auch, Gina ist ein Familienmensch und man merkt dann irgendwo ja auch, dass Flocke in diese Rolle mit rein möchte. Ich glaube, das verbindet die beiden auch. Ich habe ja auch das im Forsthaus, hat man ja viel nicht gesehen, was auch nicht ausgestrahlt worden ist. Ich habe mich ja auch mit Flocke über seine Kindheit unterhalten und so und dann wusste man sofort, okay, da ist einiges passiert. Und ich glaube, das ergänzt die beiden auch. Das schweißt, glaube ich, auch dann zusammen, ne? Weil ja beide so, glaube ich, in der Kindheit nicht immer schöne Tage gehabt haben. Ne? Können wir beide nicht mitreden eigentlich. Nee. Ne? Also zum beide, Glück. Wir haben beide eine tolle Kindheit gehabt. Und umso mehr berührt mich das eigentlich. Ja. Zum Glück, ich habe das diesmal extra hier aufbewahrt. Gott sei Dank, weil ich finde das schon krass. Definitiv. Ach, wie süß. Dass sich das so zum Herzen nimmt. Das ist ja so, du könntest auch fast der Papa sein von Flocke. Bin ich schon so alt. Nein, so war ich das nicht, aber so weil du auch dieses Herz jetzt dafür hast. Nee, mir tut es. Ich finde es halt schön. Ich finde es echt schön. Ja. Und wenn es dich schon so berührt, wie berühren tut es dann erst Gina Lisa und Flocke selbst? Ah. Gina ist die erste Frau, glaube ich, in meinem Leben, wo zu mir nach Hause kommt. So auf Date-mäßig. Ich hatte noch nie eine Frau zu mir zu Besuch. Jetzt sieht sie mal, eine Frau sieht nüchtern meine Wohnungseinrichtung, was ganz selten ist. Soll ich Schuhe ausziehen? Nein. Nein? Okay. Das ist doch nicht... Das sieht man irgendwie, was er gerade gesagt hat, dass er bislang wohl nur Frauen mit nach Hause gebracht hat. Die betrunken waren. Ja, wo er schon ein bisschen mehr getrunken hat. Und jetzt ist Gina Lisa die erste Nüchterne, die sein... Aber anscheinend Elsa soll auch schon da gewesen sein. Aber anscheinend war Elsa auch betrunken. Das spricht ja eigentlich wieder für Flocke. Dass Flocke jetzt Gina Lisa nüchtern mit in seine Wohnung nimmt. Naja, das will ich jetzt noch nicht so sehen, ob das für ihn spricht. Ich finde es schon süß. Ich finde es süß, dass er das auch sagt, dass er sagt jetzt knallhart, die erste Frau, die nüchtern seine Wohnung anschaut. Also von daher, ich finde das goldig. Okay. Sei nicht so böse. Ich bin doch nicht böse. Das hier ist die kleine Feinde. Ich dachte, bevor ich irgendwas rede,
Das war ein das ist der einzige Trumpf. Das ist der einzige Trumpf, den ich habe. Der war teuer, aber das ist der einzige Trumpf, den ich habe. Die Gina ist mehr gewohnt und ich bin halt hier einfach, ich mache aus. Ich komme aus ganz armen Verhältnissen. Ich hatte gar nichts gehabt. Ich habe niemanden, der mir was gekauft hat, weil ich mir alles selber erarbeitet habe. Das ging auch nicht von heute auf morgen. Und dann kommst du jetzt so ein Dulli wie ich. Aber er macht sich auch selbst so ein bisschen runter. Das tut mir dann auch wieder leid, das muss er ja gar nicht, weil er hat ja ein tolles Herz, das wissen wir ja aus dem Forsthaus. Und das natürlich, er ist nicht Diogo, aber er ist halt Flocke und das ist ja auch genau gut so. Aber da muss er sich jetzt auch nicht schlechter reden, weil da muss man ja schon trotzdem immer noch zeigen, hey, das ist auch so. Also ich finde auch, er begibt sich in so ein kleines bisschen in die Opferrolle. Ja. Ne? Aber das braucht man bei der Gina gar nicht. Nee, und das braucht er jetzt eigentlich gar nicht, ne? Weil gerade jetzt, wenn sein Kumpel Diogo da jetzt Gina Lisa nicht haben und halten konnte und auch nicht wollte, dann kann er es jetzt besser machen und da muss er sich gar nicht so zurücknehmen. Mach ich ihm nochmal eine Riesenfreude und kaufe ihm eine PlayStation. Bist du bescheuert? Nein, das kann ich, nicht akzeptieren. Gina, das ist nicht. Bitte sag, du kannst das zurückgeben. Nein, habe ich dir gekauft. Du weißt schon, wir beide sind Zocker. Ja. Das. Die hat ihm jetzt nicht eine PlayStation gekauft für 500 Euro beim ersten richtigen Date. Offensichtlich hat sie ihm die gekauft. Also ich erinnere mich noch, beim ersten, am Anfang hat sie gesagt, sie will darauf achten, sie will keinen finden, der Fame sucht, sie will keinen finden, der ihr Geld haben will. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht das Beste, ihn jetzt hier schon zur Folge hauen mit den größten Geschenken. Sie macht jetzt sich selber leider da ein bisschen zu Sugar Mami. Also sie macht sich definitiv zu Sugar Mami in dem Moment jetzt gerade. Aber ich glaube, dass der Flocke auch diese Rolle des Toyboys irgendwie cool findet. Meinst du, der mag das? Also er sucht doch keine MILF. Und keine Sugar Mami. Naja, Gina Lisa ist ja keine MILF. Das darf man ja auch nicht. Deswegen habe ich mich ja korrigiert. Ne? Also von daher, ich glaube aber, dass dem Flocke die Rolle irgendwo desjenigen, der etwas devot ist, gefällt. Also man merkt jetzt schon, es ist eine ganz andere, geht in eine ganz andere Richtung. Anderes. Also es ist ganz anders wie bei Diogo. Diogo ist der dominante Part, der Hengst im Stall, kann man sagen. Und Flocke ist eigentlich das Fohlen. Ja. Knabbern und knutschen bei Kerzenschein. Ich schlaf jetzt einfach. Ehrlich, ja, Mann. Ich will gar nicht essen. Aber das ist voll gemütlich. Doch, du isst jetzt. Wieso? Sag mal ehrlich. Schön, ja. Kerzen. Es fühlt sich selbstverständlich an, dass wir irgendwie zueinander gehören, dass wir irgendwie als Team da sind. Hier ist mein Schatz. Und schmeckt's dem Schatz? Oh ja, jetzt kickt das Salz. Ja, wenn das Essen versalzen ist, bedeutet das, man ist verliebt. Matcht halt. Es matcht anders da, wie jetzt mit Diogo, finde ich. Ich finde, da ist irgendwie eine Bindung da. Der Kuss sieht auch gleich ganz anders aus. Ne? Es sieht schon ein bisschen vertrauter aus. Sie sind irgendwie vertrauter miteinander, hat man das Gefühl. Zurück in Frankfurt ist die Sehnsucht groß. Auf beiden Seiten. Gina Lisa gerät sofort in Schwärmen, wenn sie an Flocke denkt. Wir verstehen uns so gut und ja, dieses Gefühl, ich habe jemanden an meiner Seite und ich kann beruhigt sein, ich kann mich gehen lassen. Ein Gefühl, das sie lange nicht hatte bei einem Mann. Und es beruht ganz offensichtlich auf Gegenseitigkeit. Anscheinend ist da doch mehr als auf dem ersten Blick. Es scheint, als wäre es die große Liebe. Wenn man die ganze Zeit telefonieren muss, ist man wirklich verliebt. Und das war ja anscheinend denk ich auch. Ex-Lover gar nicht so. Das heißt? Das heißt, wir haben eigentlich einen potenziellen Heiratskandidaten, oder? Ich sehe es noch nicht so ganz, aber anscheinend er ist aktuell der Kandidat. Ich glaube doch, dass die Gina den Flocke jetzt ganz cool findet. Und ich glaube auch, dass der Flocke am Ende des Tages in Las Vegas vorm Trauertal steht. Ja, glaube ich. Vorhabe, in der nächsten Zeit zu heiraten. Das ist ja ganz toll. Andere würden vielleicht sagen, okay, was ist denn das für ein Quatsch? Aber das wird es bei mir nicht geben.
Ich bin so spontan as fuck. Und genau das ist Gina auch. Und das liebe ich an ihr. Ah, okay, du willst heiraten, ich bin dabei. Das ist ja einfach auch mal was ganz spontan, kann man spontan machen, sich fürs Leben entscheiden, sich fürs Leben wie man herzugeben. Das kann man mal ganz eben schnell, da kann man mal spontan das ist sein. Das ist jetzt schon sehr komisch, oder? Das habe ich, also ist ein bisschen sehr schnell. Ich dachte wenigstens, ihr habt einen Tag drüber Bedenkzeit, aber anscheinend nicht. Ich bin spontan, ich heirate dich. Ach, du willst heiraten und brauchst noch ein Kind? Sam? Das machen wir. Heiraten wir? Ach, das, ich bin immer spontan. Aber ich glaube, er hat gar nicht drüber nachgedacht. So schnell kann man sich gar nicht scheiden lassen, wie die heiraten wollen. Ich glaube, er hat gar nicht drüber nachgedacht, dass es halt ein Versprechen fürs Leben ist, dass es jetzt nicht irgendwie für die nächste Woche eine Heirat ist. Oh Gott. Und so geht's weiter. Plot Twist Part 2. Ich möchte einfach noch mal jemand anders Gina Lisa vorstellen, bevor er sich für Flocke entscheidet. Hallo, das ist Steffi. Ich war total begeistert. Hättest du gedacht, dass sie so schnell knutschen? Wer in 3 Monaten heiraten will, der muss einen Zahn drauflegen, hat oder was? Zeit zu verlieren. Wenn Flocke von Steffi erfährt, dann rastet er aus. Ich muss dir noch was beichten. Ich und Gina, wir daten uns jetzt. Ich krieg auf die Schnauze. 100%. Also es scheint ja wohl, Flocke scheint sich schon ziemlich sicher zu sein, dass er Gina Lisa heiraten will und wird. Aber Gina Lisa scheint sich irgendwie noch nicht so sicher zu sein. Also ich glaube definitiv, dass Flocke sich seiner Sache sehr sicher ist, Herr Lofink. Aber er hat die Rechnung ohne Gina Lisa gemacht, oder? Ich glaube auch. Definitiv. Und was meint ihr, ist Flocke der richtige Partner für Gina Lisa oder sollte sie vielleicht noch ein bisschen weiter auf die Suche gehen? Das erfahren wir auf jeden Fall bei Gina Lisa, es läuten die Hochzeitsglocken auf Join, auf Pro7, nach Germany's Next Topmodel, jeden Donnerstag 20.15 Uhr und natürlich auch bei uns mit heißem Kossig. Bis zum nächsten Mal. Kossig? Ich habe Kossig gesagt.